Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Sacharja begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu diesem Gottesdienst draußen am ersten Advent. Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Amberger Kaolinbahn e.V. Und Adventszeit, das hat etwas mit Fahrt, mit Bewegung, mit Ankommen natürlich zu tun. Und deswegen ist diese Kulisse und diese Schienen, dieser Bahngeruch eine Inspiration für diesen Tag. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Von der Macht und Herrlichkeit Gottes erzählt der 24. Psalm. Der Schöpfer der Welt erscheint wie ein König und zieht ein durch die Tore seiner Stadt. Wir hören den Psalm in einer Übertragung von Martin Buber. Des Herrn ist die Erde und was sie erfüllt, der ganze Erdkreis und die darauf wohnen. Er selbst hat ihn gegründet über den Meeren, ihn festgemacht über den Strömen. Wer darf ersteigen den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der seinen Sinn nicht auf Falschheit richtet und nicht zum Truge schwört. Ein solcher wird Segen vom Herrn empfangen, Gottes Heil und Freiheit. Dies ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht das Antlitz des Gottes Jakobs. Hebt denn, ihr Tore, eure Häupter, hebt euch hoch, ihr ewigen Pforten, dass einziehen kann der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr ist es, der Starke und der Held. Der Herr ist es, der Held im Kampfe. Hebt denn, ihr Tore, eure Häupter, hebt euch, ihr ewigen Pforten. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr der Scharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören aus dem Buch des Propheten Sacharja von einer Vision, wie der Friedenskönig in Zion, das heißt in Jerusalem, einzieht. Es ist die Verheißung vom letztgültigen Frieden, der die ganze Welt umfassen wird. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird in Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Thank you.
Advent heißt Ankunft. Heute mit diesem ersten Advent beginnt der Weg hin zur Heiligen Nacht. Es ist die erste Station. Das schmeckt und riecht und hört sich an wie ein Bahnhof mit Schienen und Zügen, mit Ein- und Aussteigen, mit Gepäck und allem drum und dran. Wir steigen ein, Abfahrt in Richtung Weihnachten. Allerdings ist die Adventszeit kein Bummelzug, sondern es ist eher wie in einem Intercity-Express. Der Alltag geht weiter in aller Hektik und Unruhe mit allen Sorgen und Problemen. Vielleicht gibt es daneben ein wenig Weihnachtsmusik aus dem Radio, ein Adventskranz steht auf dem Wohnzimmertisch, es gibt Plätzchen und Lebkuchen und Zimtgeruch aus der Duftöllampe. Ansonsten läuft das Leben wie auf Schienen, gleichförmig. Advent heißt Ankunft, Advent heißt Ankommen. In 26 Tagen steigen wir aus, denn am 24. Dezember ist der Zug gewissermaßen abgefahren. Kurz vor der Endstation müssen wir dann noch einmal Fahrt aufnehmen, damit alles geschafft ist, so kurz vor Weihnachten. Und ich fürchte, am Ende werde ich wie jedes Jahr denken, was hast du dir wieder für einen Stress gemacht? Die Adventszeit ist schon wieder vorbeigerast und eigentlich wollte ich es in diesem Jahr doch anders machen, ruhiger und besinnlicher. Die Zeit war zu kurz wie immer, um in die richtige Stimmung zu kommen. Es ist wie jedes Jahr, möglichst schnell und ohne Verspätung von Punkt A nach Punkt B. Advent heißt Ankunft. Irgendwie fahren wir durch die Adventszeit und irgendwie kommen wir an Weihnachten. So oder so. Aber Weihnachten ist ja nicht nur ein Termin im Kalender. Wir wollen ja auch innerlich irgendwie ankommen. Es soll eine schöne Advents- und Weihnachtszeit werden und es soll Weihnachten werden, Weihnachten in uns. Ich verspreche Ihnen hoch und heilig, es wird Weihnachten werden. Gott sei Dank. Es wird Weihnachten aus einem ganz besonderen und wichtigen Grund. Es wird Weihnachten, weil nicht wir es sind, die Weihnachten machen. Wir machen nicht Weihnachten, sondern Weihnachten macht etwas mit uns. Und so sind nicht wir diejenigen, die im fahrenden Zug sitzen. Nicht der Abfahrtsplan ist entscheidend. Es ist nicht entscheidend, rechtzeitig und pünktlich irgendwo anzukommen. Wir müssen nicht mit vollgepackten Koffern über Bahnsteige hetzen, um den Zug zu erwischen. Wir müssen weder Advent noch Weihnachten machen. Advent heißt Ankunft. Wir sind diejenigen, die vor den Gleisen am Bahnsteig stehen. Wir stehen und warten, dass ein anderer ankommt. Und am 24. Dezember wird die Durchsage aus den Lautsprechern tönen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Es wird Weihnachten, weil Jesus Christus ankommt. Es wird Weihnachten, weil Gottes Sohn kommt und schon da ist. Und weil die Advents- und Weihnachtszeit etwas mit uns macht. Und? Was macht die Adventszeit mit uns? Was geschieht, wenn wir auf die Ankunft blicken, auf Weihnachten, auf die Heilige Nacht? Weihnachten macht uns weich und verletzlich. Vielleicht auch ein wenig sentimental. Weihnachten verändert uns. Denn Weihnachten macht uns bewusst, worauf es im Leben wirklich ankommt. An Weihnachten wird spürbar, wonach wir uns sehnen und was wir wirklich brauchen. Nähe, Wärme und Licht, Geborgenheit und Liebe, Familie und Gemeinschaft, Frieden und Harmonie, Ruhe und Innehalten. Diese besondere, heilige Zeit sprengt das Gewöhnliche und das Alltägliche, weil etwas Wunderbares auf uns zukommt, weil etwas Wunderbares ankommt. Gott kommt. Er rast nicht an uns vorbei wie ein Intercity-Express, er drückt uns nicht, nein, Gott erscheint in diesem Jesuskind, dem Christkind. Er ist genauso wie wir, verletzlich, liebesbedürftig, und menschlich.
Wir dürfen diese Botschaft der Adventszeit immer wieder neu hören. Wir dürfen sie uns sagen lassen, damit wir nicht nur durch unser Leben rasen, sondern innehalten und Gott ankommen lassen. Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit. Amen. Herr Jesus Christus, dein Kommen bringt Hoffnung. Menschen sehen eine Zukunft, wo du erscheinst. Sie bekommen Kraft und Freude zu neuen Aufgaben. Wir bitten dich, komm du zu denen, die alle Hoffnung aufgegeben haben und keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Dein Kommen, Herr, bringt Freude. Menschen freuen sich, wo du erscheinst. Sie singen dir Lieder und preisen dich durch ihre Worte und Taten. Wir bitten dich, komm du zu denen, die sich nicht mehr freuen können. Dein Kommen, Herr, bringt Kraft. Menschen fühlen sich stark, wo du erscheinst. Sie gewinnen Selbstbewusstsein und vertrauen darauf, dass du ihnen hilfst. Wir bitten dich, komm du zu denen, die Angst davor haben, zu versagen. Dein Kommen, Herr, bringt Segen. Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind, wo du erscheinst. Sie erfahren deine Nähe, wenn sie deinen Willen tun. Wir bitten dich, komm du zu denen, die sich von dir verlassen fühlen. Komm du zu uns, Herr. Sei du bei uns mit deinem Frieden, deiner Kraft und deinem Segen. Erfülle du uns mit deinem Trost und deiner Freude. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Alles, was uns noch bewegt, legen wir in das Gebet, das uns Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.